herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Was geht? Es ist wieder für euch euer Lazy Will wieder zurück. Da war der Folge Final Fantasy X-2. Jawohl. Wir haben uns heute hier versammelt, um Zeugen zu sein, wie ich das Spiel gerippt habe. Ich durfte alles nachspielen, aber egal. Deswegen vielleicht ein paar XP anders verteilt. Weiß nicht. Ich habe aber wieder den Party Squad am Start. Wir gehen hier rein. Which is why I keep telling you. Shut up. Richtig. Just give us the sphere and we'll be on our way. Gibt uns. I don't know what you're talking about. Doch, hey, das weißt du. I found the sphere. Ah ja. There you have it. Trottel. What's that? So, und jetzt ist hier Achterbahn. Ah ja. I had a little something prepared for just such an occasion. Ja, guck ihn dir an. Nice knowing you. Ah ja. Sie. Er will den Spheroid ausdrücken, den Spheroid. Und wer muss klären? Dreimal dürfte raten, wer das klärt. Wir klären das. So, und jetzt? Richtig, jetzt nehmen wir den mal richtig auseinander. Okay, das war ein dicker Hit. Festigkeit. Direkt den Feuerfisch drauf und Feuersand all. Okay, jetzt ist er blind, das ist nice. Sofort wieder blind, egal. Yuna. Wollen wir den Feuerfisch hier nochmal? Halle-Modus. Ah, jetzt wird das widerlich. Oh, Rico kriegt hier richtig einen über den Dez. Das ist nicht geil. So, er auf jeden Fall daneben. Item geht auf jeden Fall auf Rico. When I say party, you party. Er ist nicht dran, Rico ist dran, oder? Ne, Pain ist dran. Pain ist dran, da kommt der Angriff. Gut. Dann, jawohl, perfekt. Pain, machen wir nochmal Rico hier, jawohl. Wir heilen jetzt einfach nochmal schön die Rico hoch, würde ich sagen. Und dann gibt es wieder die Feuersandalen. Die Feuerlatschen alle, die gibt es erstmal ins Gesicht. Blind, egal. Ich muss mal verfolgen, ob das überhaupt schaden kann. Und der Feuerfisch, jawohl. Doppelattacke, die tut weh. Das ist klar. Ist auf jeden Fall nochmal eine Potion von Yuna. Okay, Blindmaske lassen wir jetzt mal, weil das scheint nicht so worth zu sein hier an der Stelle. Da gibt es wieder einen richtig fetten Triple, Alter. Hit Zero. Ruff. Ruff, jawohl. Aber ich denke. Oh, weiß man hier. Vita. Machen wir mal einfach nochmal auf die Rico. Vielleicht ist das besser, als die ganze Potion drauf zu kloppen. Wer weiß das schon. Ah, jetzt gibt es natürlich die Double Attack auf die Yuna. Da müssen wir sofort gegenwirken. Der Kollege, der ist nicht ganz gut auf uns zu sprechen. Ah, da gibt es eine Sprengfaust für die Rico. Sehen wir. Aber. Oh, er ist down. Nice. How you like that? Nah, not bad at all. Yeah, oh my god. Just what do you think you're doing? Ja, wir haben den kaputt gemacht. Actually, we're sphere hunters. Ja, da guckst du, wa? So? Goings, let's go! Sorry, Tana. The sphere is ours. Ja. Würde ich auch so sagen. Oh! Da kommt das Brüderschiff. Mit dem Luftschiff angeflogen. Na, ja, perfekt, würde ich sagen. Und wo ist jetzt der Spheroid? Ah ja! Ha! Kapitel 1 abgeschlossen, Alter. Ja, geil. Dann hätten wir das doch. Oh, und hier gibt es schöne XP, jawohl. Luna, ein Level up, sehr geil. Pack erhält Monstergeschichten-Bonus, Alter. Geil. Monsterkapsel SPR. Ja, hör damit, Alter. Und nochmal eine. Und nochmal eine. Bis hierhin speichern. Aber Sigi, Alter. Jawohl. Da haben wir gespeichert. Und sind wieder jetzt an Bord, Alter, und gucken uns mal den Spheroid an, hoffentlich. Wenn das so ein Hammer-Spheroid ist, dann bin ich mal gespannt, was da drauf ist.
Ah ja, was macht der denn? Did you see their faces? They totally wet their pants. Ah ja. Maybe we overdid it. Overdid it? There is no such thing. The Goldwings shall be notorious throughout Sphera. They weren't all that happy. Ist er? Ein kleines bisschen vom anderen. Don't forget that notoriety can be a bad thing. Nicht, dass das schlimm wäre. So what? I want to have fun. Ja, ich just make sure you don't do anything to land us in hot water, okay? Where's the fun in being plain old regular sphere hunters? Richtig, wo ist der Spaß da? What she said? Oh no. What? Oh nein. Whenever Riku and brother agree, bad stuff happens. That can't be good. Alter. Ja, das ist nicht gut, würde ich sagen. Jo, jetzt beziehen sich ja alle wieder Stellung. Ich habe einen Kreis. Was? Geht hier ab, alle. Hey! Ruhm und Ehre gebührt dem Anführer des Möwenparks, alle. Riku? Oh Gott, Entschuldigung. Jagen wir weiter, bis wir reich und berühmt sind. Nicht als Rosmedium Judas, sondern als Möwenpark Junchen. Ah ja. Lol. Okay, Pain, was geht? Ich habe mich gehen lassen. Was für eine Schande. Hä? Mich gehen lassen. Okay. How'd the sphere analysis go? Richtig, sag mal an hier. It's just a regular movie sphere. It doesn't appear to have any special functions. Was? You want to take a look? Ja, schon, aber... Ja, natürlich, aber hä? Das war doch gerade als ganz, ganz... Oh. Das ist Tidus. 100%, oder? Oder Chapu jetzt? Wer ist das jetzt? You know, you're all I can count on to save land. Ich weiß nicht, ob das so recht Teil der Stimme ist. Aber das ist ja mal ein Monstergerät da hinten. Was zum? Freddy Spirit Red Machina. Any ideas? Not a one. But as Machina go, it looks extremely dangerous. Definitely a weapon. Uni, it's him. Is it you? Or does he just look like you? Ja, das ist die Frage. Etu Megadrekubrana. And who's this Len? Hey. Goldwings, front and center. Okay, definitiv. Definitiv ist er vom anderen Ufer. Das ist nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, aber definitiv. Ihr könnt mir da nichts anderes erzählen. Wichtiges Item. Ein Bad Lexikon 22 erhalten. Hm. Und nun? Wir sammeln uns. Achso, ich muss. Ich muss ja muten. So, let's give back that sphere. What do you say? But we worked so hard to get it. That thing is uber bad news. Yes. What if we donated the sphere to the study of Sphera's history? That's what being a sphere hunter was originally about, right? It's a little late to be bringing that up. Yeah, we already swiped it. Well, I still don't want it. We're giving it back. Now! Was? You don't mind? I've seen it. It's still pretty shameless to saunter up and give back the sphere we just stole. We bashiat! Our reputation is all but worthless if we do that. Our leaders too, no less. Lol. Ich hab das jetzt mal überhaupt nicht gecheckt. Well, now this isn't any fun at all. I really gotta let off some steam. Ah, ja. What do you got in mind? Why don't we ask Unit to dance? Dance? Was? Oh, oh, that's it! You must dance. Our sanity depends on me. That sounds like an order, Yuna.
The exercise will do us good. Hang tight while I go get ready. Was machen die? Was machen die? Wenn die Geschwister sich einig sind, was zum Brüderchen hat den Kiddy komische Typen aufgelegt. Was? Vielleicht will er sie umsonst arbeiten lassen, genau wie dem Mr. Shank. Ah ja, so einer ist das also. Nö, wir brauchen uns hier nicht hier. Ja, ich hab genug gesehen. Gott sei Dank. Schnauze. So. What's that sound? Just some hitchhikers I picked up. They're a colorful bunch. Ach, okay. Die wo er aufgelesen hat. Ah ja. Nur wo halten die sich auf? Ich denke mal Quartiere, oder? Gehen wir mal abchecken. Ob die jetzt bei dem Kollegen, bei unserem Blaumännchen. Ach, das sind die. Ja, Brüderchen ist ein guter Mensch. Er hat uns Eimer und Besen geschenkt. Das ist ein Drecksack. Ein fliegendes Schiff ist sehr praktisch und so unglaublich schnell. Herr Brüderchen hat uns die Kilika aufgelesen. Musik der Danksagung werde ich vorführen. Ja, für die Spieler. Wenn es um Musik geht, dann bin ich der Richtige. Sieben kannst du uns bis zum Ausgang. Was? Lol. Bist du Schenk? Von Musikanten eine Bitte. Beginn nochmal von vorne. Ja, mach. Hä? Lol, was ist das denn jetzt? Ein Retter der Not, ja. Man muss Zeit sparen, muss man. Kommen Sie mit. Was? Ich kann so schnell gar nicht lesen, wie der Ingame labern. Kommen Sie zum Illuminium, ja? Keine Langeweile, keine. Hä, und warum jetzt das von vorne? Da wird der Bildschirm resettet. Was ist das für eine Scheiße? What can I do for you? Wir ruhen uns erstmal aus. Danke. Wir ruhen uns jetzt mal gemütlich aus, weil das ist jetzt gerade, also das Spiel überfordert mich gerade ganz hart. Aber ganz hart. Also ich habe gerade echt keine Ahnung. So, erstmal gepennt. Das ist korrekt. Jetzt sind wir wach. Ja, fast zumindest. Jo, sehr gut. Man kann doch hier runterjumpen. Ah ja, sehr gut. So. Okay. Was ist jetzt mit denen auf sich hat? Ja, hat uns aufgelesen. Jetzt spiel mal. Wenn es um Musik geht, richtige, alles da. Zum Ausgang schieben. Oh, nee, also das. Oh Gott, was für eine Kameraführung. Okay, warte mal, pass mal auf jetzt. Wir schieben mal. Ah, jo, man muss die wirklich da reinschieben. Nice. Okay, aber er, wo hier so im Kreis rennt, er wird, glaube ich, ein Problem, oder? Oh Gott, die Kameraführung. Oh Gott, es tut mir so leid. Hey, rein den Typ. Nein! Ey! So, und rein da. Hallo? Ey! Ich habe so das Gefühl, man darf die zwei Dicken nicht zuerst rein. Alles klar. Okay. Nochmal von vorne. Ey, das kriegen wir hin. So. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So. Ja, Kilika, ja, Spiel. Ja, der richtige. Ja, yeah, nice. Okay, also dann ihn rein. Nein, halt so. Nein, so, rein. Okay, jetzt steht er aber auch weit vorne. Jetzt gucken wir mal, was ist jetzt hier mit dem kleinen Stinker? Oh Gott, er geht ja überhaupt nicht. Das wird jetzt mit der Kameraführung gleich richtig lustig. Boah, Junge! Nein! Ey, was ist das denn? Ey! Wann? Jetzt abwarten, bis er mir immer hier vor der Nase läuft, oder was? Alter! Weil vielleicht kann man den noch gar nicht schieben, wer weiß. Jetzt machen wir erstmal den Dicken rein. Im Zweifelsfall müssen wir eh wieder neu starten. So.
So, können wir jetzt überhaupt noch einen da reinschieben? Das ist jetzt hier die Frage. Oh, die Kamera für... Oh, ja, Beste! Läuft. Ne, jetzt geht ja auch nicht rein. Doch! Ah, bereits will. Tanzen sollte in dieser Nacht. Die Party kann steigen. Oh, gut, okay. Da haben wir natürlich gelöst, ist ja ganz klar. Ach lol, das war das heißt, tatsächlich das Ziel. Hä? Wusste ich. Aber die machen jetzt wirklich so einen Fehl da, oder? Okay. Okay. Lol. Lol. Auf jeden Fall ist die Text, das ist schon mal eins, das richtig gut ist. Richtig. Oh, und die Lyrik dann. Das tut richtig gut. Ihre Worte entspannen meine Seele. Heftig. Und nun? In Gedanken. Who's Len? Ja, das frage ich mich gerade auch. Habe ich wahrscheinlich das Führer nicht aufgepasst. Ich sehe. Egal. Why am I so mad? Who ah, ja. The heck is Len? Ah ja. Vor allem, wo ist Payne? Die ist nicht am Start. Fällt mir gerade so auf. I'm going to go to bed. Wir haben doch gerade schon gepennt. Was ist das denn jetzt? Ups. Ja, Len, keine Ahnung. Sie denkt wahrscheinlich, dass es jetzt hier voll... Der das sind die definitiv, ja. Raum. Ich habe die Szene nicht gesehen. Und Yuna. Ah, wo sind die? Heftig. Heftig. Und da ist wieder das Monster. Nur ein Traum, also nur ein Traum, natürlich. Heftig. Okay, krass. Ich sage euch ganz ehrlich, ich dachte eigentlich jetzt so, das Spiel gibt mir so den Eindruck, dass es halt alles nur so ein bisschen zu okay, Moment. It must have been a dream. Ja, safe. A dream's a dream. Blame it on your new jammies. Ja, wahrscheinlich. Okay, ist das jetzt was Gutes? Okay, keine Ahnung. Ja, okay, pass auf. Ich denke mir halt so, wenn wir jetzt da kurz drauf zu sprechen kommen wollen. Das Spiel vermittelt mir bislang so... Ah, gut, jetzt kann man die nicht mehr verschieben. Sehr gut. Das Spiel vermittelt mir bislang so
ist halt so alles um und Lavitari und fröhlich und Spaß und und keine Ahnung so, ja. Wobei ja da der Zehner, also der Vorteil, den wir auch gezockt haben, wirklich serious war. Also da war wirklich viel serious shit dabei. Natürlich war da auch viel zum Lachen dabei und so, ist ja klar, aber da war richtig viel serious shit am Start. Oh, guck mal, Truhen. Resetten die sich? Hatten wir die nicht schon? Plündern? Na egal. Aber jetzt. Und ich wusste bisher nicht, was ich so davon halten soll. Das ist alles so, und keine Ahnung so, ja. Aber jetzt, durch diesen Traum, jetzt wird da nochmal richtig an die Zehner-Story angeheftet. So, so richtig, so richtig intensiv. Ja? Und durch den Spheroiden da gerade. Also ich sage ehrlich, ich glaube, dass es der Chapu ist, dem Waka sein verschwundener Bruder. Der sollte ja am Tides sehr ähnlich gesehen haben. Ja? So hieß es ja. Im Zehner. Und dass der verschwunden sei und was weiß ich. Ich glaube, das ist der. Bin mir aber nicht sicher. Jetzt in dem Traum war es ganz klar, der Tides. Ganz klar. Ja, aber ich sage euch ganz ehrlich, also jetzt so das Spiel, das hat mich jetzt bisher noch nicht so gecatcht, aber jetzt dieser Traum, der macht nochmal, der ändert hier nochmal so einiges. Ja. Also würde ich sagen, dann war es für heute, meine lieben Freunde. Wir gehen entspannt nach vorne. Ich möchte jetzt natürlich wissen, was da los ist. Ich denke, das werden wir früher oder später auch noch rausfinden. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Macht's gut, haut rein und bleibt so sauer. Bis dann. Tschüss. Woo!